Mahlzeit zusammen. Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Es wird vegan und mein allererstes Mal Jackfruit. Jackfruit Burger von Ena Bio. Die waren ja, glaube ich, in irgendeiner Brand News Box oder so drin. Ich habe auch mal so Jackfruit Fleisch gehabt, was man vielleicht so zu Pulled Pork hätte verarbeiten können, aber irgendwie bin ich noch nicht dazu gekommen. Das ist jetzt hier ein bisschen verarbeiteter. Es ist nämlich nicht nur Jackfruit drin, wir gucken da aber gleich drauf und das Ganze ist dann eben als Burger, der übrigens am Ende nicht vegan sein wird, denn die Brötchen, die ich dazu habe, da ist Milch drin und sowas. Und ich glaube, ich weiß gar nicht, ob ich eine vegane Soße habe. Muss ich gleich mal gucken. Es geht aber eher hier drum. Wir gucken uns also hauptsächlich dieses... Ups, das hat mich aber erschreckt. Es ist hier windig. Habt ihr gesehen, ich habe den Apfelbaum hier hinten hingestellt, damit ein bisschen was so Deko im Hintergrund ist. Der kleine Apfelbaum. Hat leider noch keine Äpfel. Dem Kirschbaum geht es nicht gut. Ich mache mir echt Sorgen. Den habe ich schon so lange. Ich muss nachher mal in so einem Forum fragen. Oder die Tage, wie ich den retten kann. Der sieht nicht gut aus. Ich habe den schon so lange, aber irgendwie, dem geht es gar nicht gut. Ach, bloß nicht drüber nachdenken. Wir gucken jetzt mal drauf. Zwei Patties für einen Veggie-Luja. Für ein Veggie-Luja. Halleluja. Veganes Gemüsepatty mit Jackfruit. Andererseits, wenn der Apfelbaum jetzt hinter mir steht, dann steht hier kein Apfelbaum mehr. Und ihr seht jetzt gerade nur die ollen Schrubber und den Besen, den ich gestern gebraucht habe, um den Balkon hier zu schrubben. Schaut mal, wie sauber er ist. Also halbwegs. Wir haben aber so eine Pfütze, weil das ist ja ein bisschen älter. Und hier ist so eine Kuhle im Boden. Und da sammelt sich das Wasser und dann gibt es immer so Kalkflecken. Also alles ein bisschen blöd. Jackfruit Burger. Wir haben hier drinnen Jackfruit. Wasser, Kichererbsen, Haferflocken zum Binden vermutlich, Tapioca-Stärke aber auch zum Binden, es ist Erbsenprotein drin, Vollkorn-Paniermehl, sprich, das wurde wohl offensichtlich auch aus richtigem Brot gemacht, denn hier ist schließlich Hefe drin, also das ist vielleicht so wiederverwertet, Gewürze, geräucherte Rohrzucker, warum? Damit vielleicht so ein bisschen Raucharoma hat, ähnlich vielleicht wie Fleisch, Zwiebeln, Meersalz, Tomaten, Paprika, Kräuter, hier unten habt ihr die Nährwerte, das ist tatsächlich eher wie so ein mageres Stück Fleisch und nicht wie so ein fettiges Stück Burgerfleisch. 180 Gramm sind drin, das Ganze natürlich Bio. So sehen sie aus und sehen so ein bisschen aus wie, ja, wie Durchfall. Also das muss man halt ganz klar sagen. Es sieht aus wie Durchfall, das man in eine Patty-Form gebracht hat. Das Ganze ist vakuumiert. Hier sieht man, dass derjenige noch Nüsse vorher gegessen hat. Es tut mir leid, dass es unappetitlich ist, aber seien wir ehrlich, wir gehen alle auf Toilette. Das hier ist Durchfall in Patty-Form. Vielleicht ist es lecker. Ich haue es in eine Pfanne und dann probieren wir es. Hier ist das Patty nochmal ausgepackt und ja, es bestätigt sich das, was ich gerade gesagt habe. Es sieht ein bisschen aus wie Durchfall. Ihr könnt das vielleicht sehen, das wird jetzt hier so ein bisschen braun oben. Es wird auch so ein bisschen fester. Das sind recht kompakte Dinger, sodass man die sicherlich ein paar Minuten braten muss, langsam, sonst verbrennt es außen, damit die innen drin auch heiß sind. Fett muss man auf jeden Fall auch reinmachen, also logischerweise, aber ich sag, sonst verbrennt das auch wirklich ganz schnell, wenn man da zu wenig nimmt. Jetzt mal ernst im Ernst, der sieht doch wohl mal richtig toll aus, oder? Wenn man sich allerdings hingegen nur das Patty anguckt, dann sieht das aus wie das, was ich vorhin gesagt habe. Es hat tatsächlich auch eine komische Konsistenz und er ist mir unten verkohlt, deswegen musste ich hier ein bisschen das abmachen. So sieht es jetzt aus. Das ist ein sehr dichtes Patty. Es ist, wie gesagt, so ein bisschen knusprig, wenn man es außen anbrät. Und das ist auch so ein bisschen, ja, so schleimig. Also, nee, nicht schleimig, also ein bisschen so... So gummiartig und vor allem weich, also von der Konsistenz doch weit entfernt von richtigem Fleisch. Optisch, ja, Konsistenz, nee, es erinnert so ein bisschen an so, habt ihr schon mal Lebkuchen selber gemacht? An die Masse von Lebkuchen, nur mehr stückig, also so bevor man die backt, dass das so eine zähe, breiige Masse irgendwie ist. Bei dem Burger habe ich jetzt einfach, das ist wie gesagt kein veganer Burger, es ist ein vegetarischer. Unten habe ich Ketchup drauf, da habe ich ein bisschen Salatmix drauf. Dann das Patty, oben Tomate und oben am Deckel ist Kartoffelcreme und dann eben so ein Burgerbrötchen. Die von Ibis, ihr erinnert euch vielleicht noch, die waren mal in der Grillbox drin, davon hatte ich noch zwei eingefroren. Das probieren wir jetzt aber erstmal. Ich habe ehrlich gesagt ein bisschen Angst, den zu probieren, weil er halt ein bisschen merkwürdig aussieht. Also, ich habe keine Ahnung, wonach er schmeckt. Es ist auch eher nicht purer Jackfruit, das muss man auch sagen. Die Konsistenz ist wie so eine zähe Masse irgendwie. Keine Ahnung, wie ähnlich vielleicht wie, wie ein Haferbrei, der irgendwie
viel zu dick gekocht ist und irgendwie so eine Pampe ist irgendwann. Irgendwie sowas in der Art, da sind ja auch Haferflocken drin. Es schmeckt von der Würze ganz interessant, schmeckt in keinster Weise wie Fleisch. Ich glaube, das ist ja auch nicht das Ziel, sondern schmeckt... Nach was schmeckt das? Ich weiß das nicht. Nach Gewürzen. Es ist aber interessant und es schmeckt auch irgendwo, aber einfach ganz anders. Jetzt gucken wir mal, wie der im Burgerbrötchen schmeckt. Wahrscheinlich besser, weil wir da noch Burger und Soße und sowas haben. Ja, das kann man machen. Vermutlich schmeckt er mir jetzt besser, eben wegen dem Burgerbrötchen zum Beispiel und der Kartoffelcreme oben. Die Konsistenz ist, wie gesagt, wirklich sehr komisch. Wir können das mal hier angucken. So ein bisschen, ja. Also ist es aber... Es ist aber interessant und doch... Also kann man machen. Probiert es einfach mal aus Interesse aus. Ihr dürft keinesfalls erwarten, dass es schmeckt wie ein normaler Burger. Das wird hier nicht ansatzweise erreicht. Höchstens die Optik. Die Konsistenz ist wirklich schwer zu beschreiben. Falls ihn schon mal einer von euch probiert hat, schreibt mir mal gerne, wie ihr die Konsistenz beschreiben würdet. Es ist wirklich sehr... Wieso? Ich weiß es nicht. Ich kann es nicht beschreiben. Es ist einfach nur schwierig, aber geschmacklich ganz interessant und einfach mal was anderes. Ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Danke fürs Einschalten. Macht's gut und ciao.